Geopolitische Konflikte, Krieg in Europa und zusätzlich noch eine Gaskrise, ein starker Inflationsdruck und trotzdem sind Gold und Silber deutlich gefallen und notieren jetzt auf 2-Jahrestief. Ist es jetzt die große Einstiegschance, weil in so einem Boomfeld Gold und Silber einfach wieder steigen müssen, oder ist es ganz im Gegenteil hochriskant? Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen. Letzte Woche habe ich hier gezeigt, die Gold- und Wiesenbier-Ratio vom Vermögensverwalter Incrementum. Das ist im Moment das Maß aller Dinge und hier ist sie auch nochmal. Sie zeigt, Gold hat seit 1950 die Kaufkraft erhalten, sogar auf dem Oktoberfest in Wiesenbier. Hinweg über alle Krisen und über die konstante Geldentwertung hinweg natürlich auch. Nur jetzt fällt Gold und zwar nicht zu knapp. Und das ist für die Anleger, die an Gold geglaubt haben, ziemlich bitter, weil man kann's nur immer wieder sagen. Das, was wir gerade haben, geopolitische Krisen, ein Krieg in Europa, eine Energiekrise, eine starke Inflation, ein Anstieg bei den deutschen Produzentenpreisen zum Beispiel von 45,8%. Das sind Szenarien, vor denen Gold einen eigentlich schützen soll. Darum haben viele Anleger Gold gekauft. Und das ist uns ja auch jahrelang eingebläut worden von den ganzen Sachwertepropheten und Untergangspropheten. Rette sich wer kann, kauft Gold, bevor es zu spät ist. Morgen steht's bei 10.000 Dollar die Unze. Jetzt haben wir die Krisen und wo ist es? Auf 2-Jahrestief. Und da hilft es auch nichts, wenn dann diverse Anbieter hier auf YouTube zum Beispiel auch Videos rausbringen, so wie hier vor 2 Wochen. Eilmeldung, EZB beschließt Untergang des Euro. Eine Wahnsinnsmeldung, natürlich ohne Kettner hätte ich es gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt. Und ich habe eigentlich auch gedacht, das war schon vor 10 Jahren. Aber vielleicht habe ich auch einfach was falsch verstanden da. Wie auch immer, Gold ist auf jeden Fall unter Druck und Silber auch. Und jetzt kann man natürlich sagen, vieles andere ist ja auch gefallen und auf lange Sicht ist es doch auch gar kein Drama und langfristig ist es ja gut gelaufen und in Euro, da war der Kursrückgang auch gar nicht so schlimm, aber trotzdem, so haben wir eigentlich nicht gewettet, dass wir in solche Krisen reinrasseln und Gold gleicht noch nicht mal die Inflation aus in Euro. Und abgesehen davon, viele Anleger haben ja auch auf steigende Gold- und Silberpreise gesetzt über Edelmetallaktien. Und da ist es wirklich übel gelaufen. Hier zum Beispiel der Nice Arca Gold Bucks Index. Das ist die Kursentwicklung seit Frühjahr 2020, also Beginn der Corona-Krise. Der Chart ist von TradingView, sowie die folgenden Charts dann auch. Im Sommer 2020 war das hoch, da ist er, dann ist er synchron zum Goldpreis erstmal runtergegangen, dieses Frühjahr dann wieder synchron zum Goldpreis hochgegangen, nochmal gestiegen, aber dann seit April jetzt wahrlich und wahrhaftig eingebrochen um 45%, also in ein paar Monaten wirklich nur. Und das sind jetzt aber die Aktien ja der großen Minengesellschaften. Bei den kleinen haben wir teilweise auch Verluste gehabt von 50, 60, 70%. Und das ist dann schon bitter. Und die Bewertungen der Goldaktien, die sind damit jetzt natürlich wieder angekommen an langjährigen Tiefs. Also sie sind im Durchschnitt jetzt beim Sechsfachen von Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen. Was schon attraktiv wäre jetzt, wenn der Goldpreis nicht weiter fällt. In dem Zusammenhang, ich mache schon seit Jahren, vielen Jahren Videos hier zu Gold und Silber und ich bin bestimmt kein Gegner von Gold- und Silberinvestments. Ich habe auch bestimmt nicht immer recht, weiß Gott nicht. Aber die letzten Jahre, da haben viele, viele Leute eben immer wieder Videos gemacht zu Gold und Silber oder drüber geschrieben. Es war immer nur euphorisch zu jedem Zeitpunkt. Und ich behaupte, ich habe hier im Ansatz zumindest auch kritisch berichtet. Dafür habe ich auch viel Kritik bekommen. Oft auch so Sachen wie, naja, ob ich nicht wüsste, dass das sowieso alles nur komplett manipuliert ist. Oder ob ich überhaupt verstanden hätte, was Gold überhaupt ist.
Jetzt könnte ich Ihnen sagen, schauen Sie, ich habe es Ihnen ja gesagt, das tue ich aber nicht, sondern ich sage einfach nur, Sie können meinen Kanal hier auch abonnieren. Ich werde das Thema Edelmetalle auch in Zukunft breit abdecken. Das kann für Sie immer nur eine weitere Meinung noch sein, zusätzlich, aber eben nach bestem Wissen und Gewissen und auch auf Basis von dem, was gerade passiert. Und beim Kanalabo dann immer auf die Glocke drücken noch, die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind, dann sehen Sie auch gleich, zu welchem Thema Videos da sind. Und Sie sehen das Ganze dann eben auch zeitnah, was dann ja auch manchmal wichtig ist. Und es geht dann eben auch nicht so viel von den Videos unter. Danke schon mal dafür. Zur Auffrischung, hier Gold auch die letzten 2,5 Jahre, also auch seit Beginn der Corona-Krise. Es hat ja nochmal dann eben riesige Stimuluspakete gegeben und nochmal eine extrem lockere Geldpolitik, was den Goldpreis da dann schnell angetrieben hat auf ein neues Allzeithoch im Sommer 2020, nachdem es ja sowieso schon gut gelaufen ist, jahrelang. Und die Goldanleger, anders als die Aktienanleger, die sind aber relativ schnell auch wieder vorsichtig geworden. Man hat zwar schon gesehen, es baut sich da langsam Inflation auf, man war aber erstmal der Meinung, das ist jetzt wahrscheinlich nur vorübergehend. Und als man das dann nicht mehr war, da hat man dann festgestellt, okay, die Fed wird jetzt wahrscheinlich was dagegen tun. Zwischendrin war dann aber eine Erholung, auch fast ein Jahr lang immerhin, wo man dann gesehen hat, jetzt zieht die Inflation eben doch relativ stark an und die Fed tut offensichtlich zu wenig. Und jetzt sind wir aber wieder in der Phase, wo die Fed sehr entschlossen wirkt, die Zinsen stark anhebt und dadurch haben wir jetzt eben auch aus Gold eine Flucht. In kurzer Zeit jetzt eben auch einen Rückgang um ungefähr $400 pro Unze und ein neues Zwei-Jahrestief. Und auch, wie man hier sehen kann, der Bruch von ein paar wichtigen Unterstützungslinien. Wichtige Prämisse bei den ganzen beim Goldpreis, die Anleger sind stark auf das fixiert, was in den USA passiert, also wie es jetzt in Europa ist oder in China oder in Indien, das interessiert die null, obwohl viele aus diesen Ländern kommen, im Grunde ist das ein Witz. Und der nächste Witz ist natürlich, wie stark man die Inflation ja unterschätzt hat in dem ganzen Verlauf und ihre Hartnäckigkeit. So war sie in den letzten 12 Monaten. Das ist eine Grafik von Tagesschau.de. Bis Juni in den USA hier ist sie ja noch weiter gestiegen auf 9,1% und jetzt auch nur ein Rückgang, der nur leicht war. Das ist auch eher deprimierend und wir haben dadurch immer noch stark negative Realzinsen. Nur der Anstieg der Inflation an sich, der ist möglicherweise gestoppt und gleichzeitig haben wir aber stark steigende Marktzinsen jetzt. Das sind die Zinsen auf US-Anleihen mit 10-jähriger Laufzeit. Im Sommer 2020 waren wir da bei 0,5% und Anfang dieses Jahr auch erst bei 1,5%. Inzwischen sind wir aber bei 3,7%. Soll heißen, stagnierende, vielleicht sogar rückläufige Inflation und gleichzeitig starke Zinsen. Wer will in so einem Umfeld Gold haben? Keiner erstmal. Stimmt aber auch nicht ganz. An der realen Nachfrage hat sich nicht groß was geändert. Das hier ist vom World Gold Council. Ganz rechts haben wir dann eben die Nachfrage im ersten Halbjahr 2022. Und vorher im Vergleich die jeweiligen ersten Halbjahre auch seit 2013. Alles in allem stetig hellgrün die Nachfrage aus der Schmuckindustrie. 2020 war sie wegen Corona geringer. Ansonsten ist sie aber immer noch hoch, geht auch über die letzten Jahre allerdings leicht zurück. Also es kann schon sein, dass für die jüngeren Leute teurer Goldschmuck jetzt nicht mehr so interessant ist. Dunkelgrün haben wir die Nachfrage aus der Industrie, die ist ziemlich konstant. Dann die Nachfrage nach Münzen und Barren eigentlich auch. Die haben wir hier in helllila oder wie auch immer. Dunkellila dann die Nachfrage durch ETFs, die goldgedeckt sind. Das schwankt am meisten. Da gibt es eben immer wieder auch mal Abflüsse. Aber insgesamt kann man sagen, es ist schon eine konstante Nachfrage da nach Gold. Sie hängt vom Preis auch nur bedingt ab, aber sie wirkt sich eben auf den Preis auch nicht großartig aus. Bei Silber ist es ja ein bisschen anders. Hier haben wir noch den Silberchart, auch seit Frühjahr 2020. Der Kursverlauf ist grundsätzlich ähnlich wie beim Gold, nur dass wir in der ersten Corona-Phase einen noch viel, viel stärkeren Anstieg gehabt haben.
Und von da an ist es dann aber gleich seitwärts abwärts gegangen. Und ab März ist es dann auch wieder stark abgerutscht vom Jahreshoch in diesem Jahr, inzwischen eben auch ein Minus von 28% in US-Dollar. Und was da zusätzlich noch belastet, das sind eben die globalen Rezessionssorgen, weil Rezession ja heißen dürfte, dass auch die Nachfrage aus der Industrie zurückgeht. Die ist da ja wichtiger als bei Gold. Kann aber auch eine Chance sein, weil wir ja wissen, dass bei Silber spielt eine wichtige Rolle die Zukunftstechnologien. Hier Daten von Metals Focus zur Silberproduktion vor 10 Jahren. Wir waren vor 10 Jahren noch in einer Phase mit steigender Produktion. Seit 2017 ist sie aber rückläufig. Es gibt weniger neue Minen. Und vom Corona-Tief 2020 hat sie sich dann aber wieder erholt. Was auch wichtig ist aber, nur ein Viertel der Silberproduktion kommt aus reinen Silberminen. Es wird vor allem abgebaut als Beiprodukt bei der Förderung von Gold, Blei, Zink, Kupfer. Das heißt, wie viel Silber produziert wird und wie viele Minen auch neu erschlossen werden, das hängt jetzt nicht unbedingt davon ab, wie man die Nachfrage nach Silber einschätzt, sondern auch, wie man die Nachfrage nach anderen Metallen einschätzt. Das kann natürlich ein Risiko sein, das kann aber auch eine Chance sein für den Silberanleger. Und hier jetzt die Nachfrage die letzten 10 Jahre, auch von Metals Focus. Wir sehen, der wichtigste Posten ist da wirklich die Nachfrage aus der Industrie in hellblau. Industrie und Fotografie, die stehen für 50% von der Gesamtnachfrage. Dann haben wir noch Schmuckindustrie in grau und Investmentnachfrage in grün. Auch da ist die Gesamtnachfrage insgesamt stetig und sie hat sich 2021 auch wieder erholt, wird dieses Jahr wahrscheinlich nochmal steigen, wahrscheinlich auf einen neuen Allzeithoch. Was aber wahrscheinlich eine Enttäuschung ist für viele, das ist, dass die Nachfrage von 2013 bis 2020 eigentlich rückläufig war. Obwohl immer viel geredet worden ist von der hohen Silbernachfrage aus der Solarindustrie. Und die Industrienachfrage insgesamt ist dadurch ja auch leicht gestiegen, aber eben nicht so stark, wie man das immer gehofft hat oder wie das immer erzählt worden ist. Das hier ist auch wieder von Metals Focus, die Solarinstallationen von 2010 bis 2021, die haben sich verzehnfacht. Es hätte also einen riesen Nachfrageschub auch nach Silber auslösen müssen, das hat es aber nicht, weil gleichzeitig, und das ist die orange Linie dann, gleichzeitig ist der Bedarf pro Einheit zurückgegangen und er geht auch weiter zurück. Allerdings jetzt nicht mehr so stark. Also die Nachfrage aus der Solarindustrie, die wird schon weiter wachsen, das ist ziemlich sicher. Und insgesamt wird die Nachfrage dadurch auch wahrscheinlich wieder über dem Angebot liegen. Das ist eine Grafik von Sprott von 2014 bis 2020 war das Angebot fast immer über der Nachfrage. 2021 hat sich's aber geändert. Der Markt ist ins Defizit gerutscht. Da bleibt er wahrscheinlich auch dieses Jahr. Kein riesiges Defizit, aber immerhin. Nur, und hier sind wir nochmal bei der Nachfrage, weil wir da auch dann grob den Silberpreis dabei haben. Es gibt schon einen gewissen Zusammenhang zwischen der Nachfrage und dem Preis, aber das ist wirklich nur sehr, sehr grob. Das erklärt nicht die großen Preisschwankungen. Die kommen immer noch zustande durch spekulative Nachfrage und Investmentnachfrage. Was ist mit Elektroautos? Ist ja vielleicht nach den Solarzellen die nächste große Story für die Silbernachfrage. Elektroautos sind definitiv auf dem Vormarsch und in Elektroautos wird ja auch deutlich mehr Silber verbaut als in normalen Autos. Aber wie viel das dann ist, das ist doch relativ schwer einzuschätzen und hier ist auch eine von den wenigen konkreten Schätzungen, die es dazu gibt, vom Silver Institute. Die Nachfrage aus der Autoindustrie insgesamt, wo wir letztes Jahr ein bisschen über 60 Millionen Unzen haben, hier geht man davon aus, dass sie schon zügig steigt auf über 80 Millionen Unzen bis 2025 und ich sag's mal so, dass auch das immer mehr wird, das ist auch so gut wie sicher. Aber erstmal bei einer Gesamtsilbernachfrage von über 1000 Millionen Unzen, da fällt auch das erstmal nicht so ins Gewicht. Ist leider so.
Silber ist definitiv ein Zukunftsmetall mit guten Aussichten, mit guten Fundamentaldaten, mit einer Nachfrage, die so gut wie sicher stetig steigen wird. Und es ist auch nicht mehr besonders teuer. Aber der Anteil der Investmentnachfrage, der ist einfach immer noch viel zu hoch. Und darum ist das Entscheidende für den Silberpreis, genauso wie bei Gold, erstmal meiner Meinung nach immer noch das spekulative Interesse und die Inflation und die Zinsen und solche Dinge. Das Video hier jetzt, das heißt ja immerhin Gold und Silber die beste Kaufchance seit Jahren? Fragezeichen. Also, ist das jetzt eine Kaufchance? Man muss sich über eins im Klaren sein. Sie stehen beide stark unter Druck. Wir haben eine US-Notenbank, die jetzt eben entschlossen auftritt und die sagt, die Geldpolitik in den USA, die wird jetzt so lange gestrafft, bis der Job erledigt ist und die Inflation wirklich eingedämmt ist. Das wäre auch notwendig. Und Papiergeldsysteme können funktionieren, meiner Meinung nach, wenn die Fed wirklich ihren Job jetzt machen würde und wirklich zeigen würde auch, dass sie das sich jetzt absolut ausrichtet an der Geldwertstabilität. Dann brauchen wir wahrscheinlich auch keinen Goldpreis mehr von 1650 Dollar. Die letzten 20 Jahre, da hat man der Fed nicht besonders getraut und Gold hat sich verfünffacht. Und wenn sie jetzt wirklich ihre Glaubwürdigkeit absolut wiederherstellt, dann haben wir da schon eine ziemliche Fallhöhe, meiner Meinung nach. Die Frage ist nur, glauben wir das wirklich? Ist die Fed jetzt wirklich konsequent? Presst sie bei einer sehr hartnäckigen Inflation den letzten Inflationsdruck jetzt wirklich wieder raus aus dem System? Auch wenn es hart wird, mit Rezession, mit Firmenpleiten, mit schweren sozialen Folgen unter Umständen und fallenden Börsen dann ja wahrscheinlich auch. Zieht sie das durch? Es hat Notenbankenchefs gegeben, die haben es durchgezogen. Paul Walker zum Beispiel in den 80er Jahren, der hat ja den Leitzins angehoben bis auf 20%. Aber dafür haben ihn die Amerikaner auch mehr gehasst als Saddam Hussein und Hitler zusammen. Also zieht das die Fed jetzt wirklich durch in diesem schwierigen Umfeld? Oder kommt irgendwann dann eben doch mal der Punkt, wo man dann doch sagt, meinetwegen auch nach ersten Teilerfolgen, wir müssen jetzt doch eine Abwägung treffen zwischen der Geldwertstabilität und der allgemeinen Wohlfahrt eben. Und das Ganze geht dann wieder von vorne los. Was dann, ja, dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch der Moment wäre, wo Edelmetalle dann auch wieder anziehen würden. Ich weiß es nicht, man darf gespannt sein. Im Moment wirkt die Fed wirklich sehr entschlossen. Aber jetzt auf Sicht von 6 Monaten oder von einem Jahr, da tendiere ich trotzdem ein bisschen zu Letzterem. Wir werden sehen. Also, wer jetzt kauft, definitiv, er greift ins fallende Messer, das ist gar keine Frage. Es gibt aber wahrscheinlich trotzdem Langfristanleger, die bis jetzt vielleicht wenige Edelmetalle haben oder die gar keine Edelmetalle haben, die sich aber bewusst sind, dass man eben Edelmetalle auch haben sollte in einem guten Portfolio. Und für die ist es zweifellos so, dass sie im Moment die besten Kaufkurse haben seit Jahren. Es ist also immer die Frage oder gerade jetzt im Moment auch die Frage, wie stark ist ihr Nervenkostüm und wie langfristig können sie es auch sehen. Morgen geht es auch wieder um Rohstoffe in unserem Zukunftsmärkte-Report. Es sind ja viele Rohstoffe stark zurückgekommen. Und wir schauen uns in dem Report morgen konkret an Öl, Kupfer, Nickel, Eisenerz und Uran. Wo stehen wir da? Gibt es da vielleicht auch wieder Chancen? Und die Reports von uns, die sind gratis. Sie müssen sich dafür nur einmal anmelden auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Morgen geht dieser Report von uns raus und also tragen Sie sich noch rechtzeitig dafür ein. Und weil ich mich vorhin ein bisschen lustig gemacht habe über Kettner, dafür mache ich jetzt auch ein bisschen Werbung für die. Also für jeden, der das passende Edelmetall-Investment jetzt wirklich sucht, sie ist wieder erhältlich, der Publikumsliebling, die 6 Unzen Silber-Handgranate für nur 350 Euro. Unter den Top 3 beliebtesten Produkten in der Kategorie Symbolik, inklusive anonymer und sicherer Versand. Das will ich auch hoffen bei einer Handgranate. Und wenn Ihnen das aber trotzdem zu viel ist, dann verweise ich noch auf ein Video vom gleichen Anbieter. Da verkaufen Sie anscheinend ein Glas Nutella für 19,95 €. Aber vielleicht habe ich auch da wieder mal nur irgendwas falsch verstanden.
Alles Gute Ihnen. Denken Sie eben noch an unsere Gratis-Zukunftsmärkte-Reports morgen zu den Einzelrohstoffen auf www.zukunfts-märkte.de. Dankeschön außerdem für Ihr Kanalabo und danke natürlich fürs Zuschauen.